Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Servus, grüß dich und hallo. Willkommen im Jahr 2018. Ein frohes neues Jahr nochmal von mir. 2018, wow. Irgendwie geht es manchmal alles so schnell. Naja, egal. In diesem Video zeige ich euch, beziehungsweise möchte ich, komisch, dass ich das noch nie ausprobiert habe selber, euch mal zeigen, lalalala, die Innovationslinie 109. Nee, auf jeden Fall Hamburg Tag und Nacht. Hamburg Tag und Nacht. Habe ich Hamburg Tag und Nacht? Ja, ich habe mir die damals mal gekauft, ne? Wahnsinn. Auf welcher Karte probieren wir es aus? Ich will nämlich ausprobieren, wie oben sie aussieht auf den schlechtesten Einstellungen. Den schlechtesten Einstellungen, die man einstellen kann. Keine Ahnung. Laden wir Hamburg? Oder Berlin? Auf Berlin könnte man das eigentlich auch gut sehen. Das dauert länger zum Laden, ist ja eigentlich egal. Machen wir mal Hamburg, okay? Hamburg, genau. Das ist ein bisschen aktueller. Schauen wir uns die Optionen doch einfach mal an. Was ist das? Fresh 80s. Okay. Automatische Kupplung, Kollision mit anderen Fahrzeugen und Landschaften. Ja. Aber keine automatische Fahrerfigur in eigenem Bus. Nein. Fahrscheinverkauf und Fahrgast. Nein. Ja, ist eigentlich wurscht. Das hat ja nichts damit zwischen Userfahrzeug und Fußgängern. Genau. Beim Start gesamte Karte laden. Der Arbeitsspeicher wird aber wesentlich stärker belastet. Okay, nee, wir lassen das mal. So, Zielwiederholrate. Ja, 10. Nee, wir müssen es bei 30 lassen, weil sonst haben wir ja auch keinen. Wir haben ja sonst nichts Flüssiges, aber wir haben keinen Sonneneffekt. Bla. Nur sehr wichtige Objekte. Maximal Objektsichtbarkeitsentfernung, zack. Mindestobjektgröße, leg fest, unterhalb welcher Größe in Prozent Objekte ausgeblendet werden. Zack. Keine Ahnung, was das bewirkt. Zack. Echtheitsreflexion. Gibt's nicht. Partikelsysteme gibt's nicht. Max-Kartenkomplexität. Ach, Mann. Grafik erweitert. Oh je, Materialkanäle. Nein, 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 nein. Nein. Eins. Ja. Nur Low-Res-Texturen. Verwende ausschließlich Texturen in niedriger Auflösung. Natürlich. Ja. 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 Ja, manuelles Seitenverhältnis, ne, Geräusche. Geräusche müssen wir eh runterstellen. Um sie ist ja immer laut, das wissen wir ja mittlerweile. Umgebungsverkehr, wir machen den Umgebungsverkehr mal runter. Aus dem ganz einfachen Grund. Faktor Straßenverkehr. Das lassen wir ein bisschen, damit wir das auch an anderen sehen, Anzahl Menschen. Die müssen wir auch ein bisschen lassen. Faktor Fahrgestern halt stehen. Wir lassen das auch mal runter, dann lädt das Ganze nämlich auch ein bisschen schneller. Und dann klicken wir mal auf OK. Und jetzt bin ich gespannt. Start. So, wir laden das jetzt einfach, ne? Also entweder ich schneide die Ladezeit jetzt weg oder nicht. Das werden wir gleich sehen. Wir spawnen am Bahnhof. Nee, am Rathausmarkt. Oder am Altona Bahnhof. Am Rathausmarkt, da hat man eigentlich relativ viel zu gucken. Da gibt es auch diese Texturen unten. Also, ne, Kopfsteinpflaster. Da würde mich mal interessieren. Wahrscheinlich ist es einfach bloß ein dicker, fetter Stein. Ne? Jetzt bin ich gespannt. Es lädt hier relativ fix, habe ich das Gefühl. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich OMSI seit langem wieder starte. Ich habe nämlich OMSI jetzt gerade eben vor guten 5 bis 10 Minuten neu installiert. Habe ich vorher nicht auf dem Rechner gehabt. Ich habe ja meinen PC neu aufgesetzt damals. Und mir seitdem OMSI nicht mehr geholt. Ihr könnt auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Es haben sich viele, viele wünschen sich, dass mal wieder mehr OMSI kommt. Ihr könnt mal gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr euch denn wünscht. Wünscht ihr euch normale OMSI-Folgen? OMSI-Stunts möchte ich gerne weiterführen. Da habe ich noch ein paar Ideen. Und ja, schreibt einfach mal unten in die Kommentare, was ihr sonst noch wünscht, ne? Der liebe Fabian ist jetzt auch im Start. Das heißt, City Car Driving wird kommen. Also es werden geile neue Projekte kommen. Und auch spezielle Folgen, also Special Sachen werden auch noch dieses Jahr kommen, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Februar, im Februar geht's ab. Im Februar wird, also ich weiß ja nicht, wie es dann auf die anderen Monate geht, aber Februar wird einer der stärksten, was Videos angeht. Okay. Okay. Hört ihr was?
Ich höre nichts. Liegt vielleicht daran, dass ja gar kein Verkehr ist. Es ploppt einfach gar nichts auf. Ist einfach wurscht. War eh nichts auf. Ach du Scheiße. Guck dir das mal an. Guck dir das. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ja gut, die Bäume, die sahen schon immer so aus. Ich meine, das ist halt. Oh mein Gott. Ja, was ist denn das? Diese Texturen, sieht man eigentlich nur in. Ist das Wasser? Das ist doch kein Wasser. Oh mein Gott. Naja. Also jetzt haben wir schon mal gesehen, wie. Ja. Ja, warte, hier liefen doch gerade Personen rum. Hallo? Oh, ein Auto. Ja. Oh Gott, du musst ja direkt vor denen stehen. Ach du Scheiße, ja. Ja, dann spawnen wir mal einen Bus, würde ich sagen, ne? Spawnen wir mal einen Bus. Hallo. Ich würde gerne einen Bus spawnen. Welchen Bus spawnen wir jetzt? Das ist eine gute Frage, Dageni. Welchen Bus spawnen wir jetzt? Einen Van A von Van Hool haben wir auch noch. Nee, nee, nee. Wir nehmen einen Hamburger Stadtbus. Und gucken uns mal den Hamburger Stadtbus an, wie der denn mit den ekelhaftesten, also mit den niedrigsten Grafikeinstellungen von OMSI 2 aussieht. Jetzt bin ich gespannt. Ja, passt so, passt, perfekt, Laden, Küchenzentrum, warte, wir nehmen irgendwas, wo auf jeden Fall was, da steht dann auf jeden Fall was drauf, dann schauen wir mal gleich, ob wir das auch erkennen können. Was denn da drauf steht. Ich glaube nicht. Schreibt jetzt in die Kommentare, kann man erkennen, was auf dem Bus jetzt gleich drauf steht? Ich meine, man kann ja auch die Schrift unten erkennen, aber das ist ja eine Textur, das ist ja das Repaint vom Bus, also ich sage jetzt mal, man kann es nicht erkennen, was drauf steht. Es wird aber interessant, es wird interessant. Auf jeden Fall, es lädt alles ziemlich fix. Oh mein Gott, man kann es sogar sehr gut erkennen. Hä, ich dachte, der Bus sieht schlimmer aus. Der sieht ja gar nicht so scheiße aus. Hä? Was ist denn hier los? Der sieht ja mal gar nicht so schlecht aus. Zur Hochzeit hat er mir eine Küche von Pottchen versprochen. Wenn ihr mal noch ein Hochzeitsgeschenk braucht, dann kauft eurer Frau eine Küche. Ist überhaupt nicht sexistisch, ne? Oh je, meine. So. Der sieht doch gar nicht so hässlich aus. Ja, was sind denn das für Einstellungen? Okay, die beziehen sich anscheinend nicht auf die Busse. Das wundert mich jetzt. Oh, die. Oh Gott. Oh ja. So. Das schnurrt wie ein Kätzchen. Erst Druck aufbauen. Scheiße. Gut, wir können noch nicht losfahren. Aber wir können mal rumgucken. Also wie ihr seht, die Landschaft sieht dermaßen beschissen aus. Und guck mal, seht ihr das? Also erstmal. Die Lichter bleiben und die Person, das sieht ja witzig aus. Das muss ein Thumbnail oder so. Das ist das Thumbnail. Ist das? Nee, ich weiß nicht. Das sieht ja so dermaßen beschissen aus. Okay, also. Während unser Bus lädt, können wir uns mal die. Genau, also ich bin jetzt der Bus, ich fahre jetzt hier lang. Und die Dinger ploppen. Ach du grüne Neune, das würde man in ein Loch reinfahren. Und also auf den Einstellungen macht OMSI. Guck dir mal das an. Guck dir mal das. Gut, die Menschen, die sahen schon immer nicht so relativ gut aus. Omi, hä? Aber die Menschen, er verändert also nur die Text, das ist neu. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass er jetzt die Texturen vom Bus und so weiter, ne? Dass er da noch was ändert. Aber dass er. Ja gut. Aber ich hätte nicht erwartet. Ich hätte auch einfach. Ui. Also ihr seht schon, also so macht Fahren keinen Spaß.
Aber es ist unglaublich flüssig. Aber guck mal. Die Spiegel bewegen sich nicht mit. Das ist einfach nur ein Stand. Also, man kann quasi so in diesen, man kann um sie quasi so nicht korrekt fahren, weil ich meine, wie willst du sehen, ob was hinter dir kommt und so weiter, wenn du deine Spiegel nicht benutzen kannst, ne? Dann nützt dir das alles nichts. Und ich glaube, du siehst ja nicht einmal den Verkehr, weil der Verkehr, der wird wahrscheinlich erst aufploppen, wenn das Ding genau vor deiner Fresse landet. Ja. Also ihr seht schon. Wo fahren wir jetzt lang? Ins Nichts oder vielleicht eher ins Nichts? Keine Ahnung. Okay. Aber es läuft. Hallo? Guck mal, du siehst die Fahrzeuge gar nicht. Das muss echt. Das muss ja. Oh Gott, das muss ja erschreckend sein. Ja, ich würde auch schon wieder sagen. Motor aus. Das war es auch schon wieder für dieses Video. Ihr habt also gesehen, so sieht Omsi aus. Auf den schlechtesten. Was ist das hier? Knete dort oben. Guck mal, das sieht aus wie Knete. Naja, von hinten sieht es. Naja. Das ist, oh mein Gott. Jesus Christus. Ja. Jetzt sehen wir den Bus. Da sehen wir den Mensch. Jetzt sehen wir den Bus. Ja, so sieht also Omsi 2 auf den schlechtesten Grafikeinstellungen aus, die man einstellen kann. Schön, oder? Bis zum nächsten Mal. Haut rein und Tschüssikowski.